Komm, den kenne ich auch, Jona Gaming, Digga. Aufs ein, ich habe schon mal auf ein Video von denen reagiert. Ich fand das süß, Digga. Ich fand den süß. Der ist auch sympathisch, Digga. Komm, wir schauen Moin uns den mal an. Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Wie ihr auf jeden Fall mitbekommen habt, wurde der Brawl Stars Server Wow, Musik viel zu laut und du bist viel zu leise. auf jeden Fall gehackt. Und Leute, ich werde heute mit euch gemeinsam die Videos von Poki zusammen angucken und ich werde auf jeden Fall sagen, was ich davon denke, was mit seinem Kanal passiert ist. Und ich werde auf jeden Fall auch übersetzen, was auf jeden Fall da so alles bei seinem Kanal steht, weil da wird da ja immer irgendwas auf Chinesisch oder irgendeine Sprache geschrieben. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr rum und wir starten auf jeden Fall direkt mit dem Video. Leute, gerne weiter und abonniert gerne den Kanal, bitte darüber sagt mal. Denn wir sind auf jeden Fall auch kurz vor den 1190 bald haben wir die 1100, meine 1200. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. So, Leute. Nee, Suma, das hat ja nichts mit Puki zu tun, das Video. Ich hab's gerade schon gesehen. Wie man sehen kann, habe ich hier jetzt auf jeden Fall Puki geschrieben und man kann hier direkt sehen, dass da Pukis Kanal ist. Und Leute, hier sieht man auf jeden Fall irgend so ein komisches Bild. Da ist auf jeden Fall sozusagen ein Skelett drauf. Und bei seinem zweiten Kanal, der auch gehackt wurde, ist ebenfalls auch ein komisches Bild drauf. Und zwar ist da einfach so ein WLAN-Zeichen, was auf jeden Fall bei Brawl Stars immer wieder ist. Wenn man zum Beispiel Lex hat, da kommt immer dieses Symbol. Und das Banner wurde auch geändert. Und bei dem zweiten Kanal ebenfalls. Und wir gucken aber uns erstmal das Video an. Das habe ich mir tatsächlich schon angeguckt, aber ich werde das trotzdem nochmal mit euch zusammen anschauen. Let's go, würde ich sagen. Also das Video ist echt komisch, Leute. Ich check das auch nicht. Chat, gerne mal Abo da lassen. Hier ist Abo angezeigt. Der mit eurem Namen kommt genau hier raus. Ihr werdet alle berühmt. Alle abonnieren. Derjenige, der jetzt abonniert, seine Mutter soll morgen 500 Euro auf dem Boden finden. Seine Mutter soll 500 Euro auf dem Boden finden, der jetzt abonniert, Chat. Ja, der Ehrenmann. Einer hat abonniert. Ich hoffe, deine Mutter findet 1000 Euro, Digga. Das ist echt krank, Leute. Also, Leute, ich will jetzt nicht sagen, aber das wäre schon ein bisschen komisch, wenn Poki sich für sowas Mühe gibt. Weil, Leute, er müsste. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob der das jetzt gefaked hat oder nicht. Aber, Leute, ich glaube, Poki wüsste schon, wenn er so eine Scheiße durchziehen würde, dann würde er schon richtig hart Hate kassieren. Weil, Leute, ich meine, der macht das doch nicht einfach so. Der weiß, dass er direkt Hate kriegt. Vielleicht wurde er von irgendjemandem gezwungen oder der wurde vielleicht wirklich gehackt. Also ich werde auf jeden Fall meine Theorie am Ende sagen. Also, das ist echt krank. Zings, man sieht doch gar nicht genau, was da so steht, gell? Da habt ihr gesehen, da war gerade dieses Symbol von diesem Skelett da. Und wir gucken jetzt nochmal auf dem Zweitkanal. Und zwar Danke heißt fürs das Video Abo, No Max, Signal. Ehrenmann. Wir gucken einfach mal, Leute. Ich glaube, ich noch kränker sogar. Nice, wir haben gleich die 36.400. Was? Ihr seid geisteskrank. Das war's tatsächlich. So, Leute, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu der Übersetzung. Okay, Leute, wir gehen einfach mal als erstes nochmal ganz kurz. Wir gehen auf jeden Fall nochmal ganz kurz auf sein. Alle, die auf YouTube hatte. Also, Leute, falls Puke das wirklich war, dann hat er diese Methode gemacht. Weil, Leute, ich meine, ich kenne diese Methode selber, weil ich habe die manchmal auch genutzt bei meinen Livestreams, weil ich habe öfter meine Livestreams so offline gestellt. Aber dann wieder online. Aber ich würde tatsächlich auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Like da. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sympathisch.